Nico Grimm, Bruno Labbadia, Danny Fuchs. Außenrum geht nichts, also ziehe ich nach innen. Fuchs! Wow! Was für ein Tor! 1:0! Danny Fuchs, er war eh schon der beste Torschütze der Karlsruher. Jetzt Saisontor Nummer 9. Aber das Prädikat unhaltbar ist dabei ja noch eine schlappe Untertreibung. Was für eine Schusstechnik. Nichts zu machen. Und SC, ein Paukenschlag gegen den Zweitligaspitzenreiter. Als Amateur bei den 60ern hatte er einmal 3 Treffer gegen die Bayern erzielt. Hier blieb es bei dem einen. Hannover nicht besiegt, aber beeindruckt. Danny Fuchs, die Nummer 3. Kette häufig über außen und meist über links. Danny Fuchs. Danny Fuchs, 20. Minute. Was für ein Schuss und was für ein Fehler von Waldhof-Schlussmann Achim Hollerith. Für Danny Fuchs schon das 3. Tor im 4. Spiel. Vollkommen in Ordnung geht die Führung. Offensiv kam zu wenig von Kräuter Fürth. Reisinger und Tim recht harmlos. Da kommt Danny Fuchs. Fuchs, der linke Mittelfeldmann. Und was ist denn das? Sekunde nach dem Tor, der Ausgleich durch Danny Fuchs. Ein Solo, ein Hammer aus dem Nix, das 1:1. Also sowas, was es alles nur gibt. Fuchs. Aogo zulässig, Mohammed auch. Und Diarra hat den Ball da wohl doch nicht abgefälscht. Balke versteinert gegen die List vom Fuchs. 2 Tore hat er bislang vorbereitet in dieser Saison. Und jetzt dieses Klasse-Tor. Und draußen Müllmann aus den ziemlich langweiligen Latschen gekippt. Tore natürlich als Pfeffergut. So Freiburg braucht den ersten Heimsieg. Fehler Anta. Und Danny Fuchs, 43. Minute. Da schlägt schon wieder der Fuchs zu. Wieder so ein wunderschöner Schuss. Die Gäste aus Franken führen mit 2:1 und wahrscheinlich wissen sie gar nicht, wie ihnen geschah. Fuchs, Anta mit dem Stockfehler und eiskalt, ohne Wenn und Aber, großartig vollendet. Fuchs, 2 Böller ins 15 Jahre alte Freiburger Finkeherz. Benno Müllmann, das sind so die schönen... Stehen. Und dieses Comeback wäre den Niedersachsen am heutigen Tag nicht zuzutrauen gewesen. Und wieder die nächste Möglichkeit. Danny Fuchs, und da ist es, jetzt ist es. Das 3:0. Danny Fuchs, 42. Spielminute. Das dürfte es dann gewesen sein und alle Vorwürfe werden zurückgenommen. Bochum macht weiter, alles richtig. Wolfsburg macht weiter, alles falsch. Der Verlust des Balles im Spielaufbau, das verlorene Duell und dann klasse der Pass auf Danny Fuchs und der erzielt den Treffer. Am herausstürzenden Simon Jentsch vorbei, den hier keine Schuld trifft. Danny Fuchs, erstes Saisontor. Im Alter von 31 Jahren hat er am ersten Spiel Tor geschossen. Kutschukovic, Fuchs, clever, gut gegen Burkhardt. Alleine, mal wieder einer alleine. 3:0 die Klatsche, 57. Minute. Wie leichtfüßige 18-Jährige gegen 60. Bärhalter vorne, hinten fehlt er. Burkhardt greift Fuchs zu schnell an, wollte vorne rein, statt hinten dicht zu machen. Die Folgen, das 4. Fuchstor in dieser Saison, kalt und souverän. Und wissen Sie was? Auch das ist so verdient. Jetzt haben die Franken hier schon mehr Tore gemacht. Ach sowas an seinem 31. Geburtstag. Wunderbar gemacht, Danny Fuchs 1:0. 36. Spielminute, das 1:0 für Kräuter Fürth. Da sah Lastovka nicht gut aus.
der ehemalige Vereinskampf von Schiedsrichter. Das für ein Pass, genau in die Beine von Danny Fuchs. Pass, Schitte, ein Schuss, 2-0. Minute, der Pass von Hilbert auf Danny Fuchs. Es war die zweite Chance der Gäste aus Franken im gesamten Spiel. Und dann machen sie gleich das Tor. Es war das vierte Saisontor von Danny Fuchs und dieser Ball war haltbar. Hilbert steht's, aber auch Eigler. Und nochmal, zweiter Ball und da ist das Ding drin. Ja, herrlicher Treffer von Danny Fuchs. Toll gemacht, in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden. Und Paderborn wird hier bitter bestraft in der ersten Halbzeit. Und auch noch Anfang der zweiten sah es so aus, als wenn sie das hier ganz klar beherrschen würden. War gut. Eigler und der zweite Ball für Danny Fuchs, bei dem steht niemand. Und den hat er mit Sicherheit genau so. Und erkämpften sich die Bälle wie hier Danny Fuchs. Und sie hatten das nötige Glück im Abschluss, 1-0 nach 22 Minuten. Ein wunderbarer Treffer, nichts zu halten für den Bemitleidenden. Das Geschehen, Danny Fuchs ist das, der zieht einfach ab, das 2-0. Sind nicht Aufgaben, Freistoß, Danny Fuchs. Und der hämmert das Ding aus 30 Metern in den Winkel. Unerwartet dieser Anschlusstreffer, 2 Minuten nach Wiederanpfiff. Danny Fuchs, 2-0, 41. Minute. Sein erstes Saisontor, 2-0. Auch der Pausenstand. Und Dvořák stehen. 1-0 in der 11. Minute. Alles andere als ein Traumstart für den OFC. Die Kickers vom Rückstand. Den erst einmal geblaut. Das ist Danny Fuchs. Danny Fuchs auf Roberto Hilbert. Plötzlich ging es schön kombiniert. Nochmal Fuchs und. Drin ist er in der 43. Minute. Na bitte, es geht doch so, spielt jemand, der auf. Und nun gibt dem Schützen was zu trinken. Roberto Hilbert, Christian Timm, Danny Fuchs, schöne Kombination zum. Und schon wieder Karlsruhe. Danny Fuchs, Melkamp, Zuckerpass, Danny Fuchs, allein vor Tremmel und er macht's. 2-0, eine Stunde gespielt. Am Montag musste jeder Spieler in der Kabine einen Satz an die Tafel schreiben, das verlangte Stefan Kunz, wie er denn am Sonntag auftreten wolle. Und Danny Fuchs hat wahrscheinlich geschrieben, ich möchte Tore schießen. Gedankenschnell, viel schneller als die Hachinger und dann behält er die Nerven. Der KSC wie eben stark über seine rechte Seite. Diesmal gegen Schäfer. Hilbert auf Danny Fuchs, den Torschützen. Fuchs gegen Keidel. Danny Fuchs zum 2-1. Er macht das 2-1 für Fürth in der 75. Minute. Die Spielvereinigung bliebe damit im Aufstiegsrennen. Müllmann hätte seinen Dreier. Ausgangspunkt, der starke Hilbert. Und dann Fuchs. Klasse gemacht vom Mann mit der 9. Fuchs. Weißen Löwen zu. Danny Fuchs will ja in die Bundesliga und dort ist draufhalten in Mode. Nach 5 Minuten Führungstreffer durch Fuchs. Den Tarnat der 60er Amateure. Der arbeitsame mit links zur Überraschung von Heerwagen zum Endergebnis von 1-4. Ein kleiner Mini-Trost. Nein, eigentlich nicht. In den letzten 6 Spielen kassierten die Franken 5 Gegentore, heute alleine 4. Ein klarer Rückschritt für. 86. Spielminute, die Entscheidung. Klasse gespielt. Das ist nicht wirklich Abwehrverhalten, was da Weber und Botzek zeigen. Und dann geht beim VfL jegliche Ordnung verloren. Der Ball wie eine Flipperkugel, bis er dann bei Danny Fuchs landet. Und der hatte ja schon letzte Woche gegen Schweinfurt.